Unvorhersehbarkeit und Undurchschaubarkeit des anderen. Ja? Das ist also bei den Maschinen ähnlich wie bei den Menschen und bei den alten Göttern. Was aber neu ist mit den modernen Maschinen, sind diese drei Fremdworte der Instantaneität, der Konnektivität und der Granularität. Instantaneität ist ein Stichwort von Marshall McLuhan und heißt nichts anderes als, dass dank ihrer elektronischen Verbindungen untereinander Computer über eine Kommunikationsmöglichkeit in Lichtgeschwindigkeit, also im Prinzip in sofortiger Wirksamkeit rund um den gesamten Globus verfügen. Ja, daher kommt dieses Stichwort von dem globalen Dorf. Es gibt keine wirklichen Unterschiede mehr, weil man nirgendwo mehr hinreisen muss, keine hohen Mauern mehr existieren, keine nationalen Grenzen mehr existieren für elektronische Kommunikation. Ja, genau deswegen haben wir sie dann auf allen anderen Ebenen sehr stark entwickelt. Die instantane Kommunikation zwischen den Maschinen und dann zwischen den Maschinen und uns setzt uns unter einen Druck der eben dann auch instantanen Reaktion, der eine vollkommen neue Konstellation für die Menschen herstellt und schon alleine dieses Stichwort von der Epochenschwelle zwischen der modernen und der nächsten Gesellschaft begründet. Die Konnektivität, die Maschinen an den Tag legen, und zwar über die heterogensten Sachverhalte hinweg. Bilder werden mit Texten, Texten werden mit Musik. Die eine Musik wird mit der anderen Musik, der eine User mit dem anderen User verbunden, ja, ist auf eine Art und Weise strukturiert, wie das die meisten Menschen nur mit Mühe und Not hinbekommen. Sie können aber beobachten, wenn Sie beispielsweise Hip-Hopper beobachten, heute gab es in der FAZ eine schöne Rezension von der neuesten Scheibe von Kanye West, ja, wenn der in seinen Texten und in seiner Musik einen ähnlichen Typ von nervöser Konnektivität, von überraschender Verbindung von allem mit jedem, dann aber doch interessanterweise von Spezifischem mit Spezifischem hinbekommt. Ja, also wir fangen an, in unseren musikalischen Gewohnheiten, im Theater und anderen Orten einen besonderen Typ von Nervosität zu schätzen. Nicht, weil die Leute, wenn sie nervös sind, sozusagen sympathischer sind, sondern weil die Nervosität sprunghafter ist und mehr miteinander zu kombinieren vermag, als Menschen das normalerweise wollen. Und das wäre für mich so eines der Elemente, wo man sagen würde, da fangen wir an, in einem gewissen mimetischen Kontext gegenüber den Maschinen zu geraten. Granularität ist nun vielleicht das langfristig schwierigste Kapitel. Ja, es gibt von Christoph Kuklick das schöne Buch Die granulare Gesellschaft, in dem er sehr schön zeigt, dass die Granularität, also Körnigkeit auf Deutsch, die Analysen von softwaregesteuerten Programmen der Beobachtung, Überwachung menschlichen und sonstigen Verhaltens, dass diese Granularität, diese Körnigkeit ungleich größer ist, also in ungleich tiefere Dimensionen reicht, als wir als Menschen das normalerweise gewohnt sind. Ja, wir entdecken plötzlich, dass wir mit sehr, sehr groben Kategorien, eine Handlung, vielleicht auch eine Kommunikation, eine Krankheit, die dann einen Namen hat, Diabetes, oder eine Absicht, Intimitätssuche oder so, unterwegs sind und mit Maschinen konfrontiert werden, dann auf Tinder oder in der Diagnose der Ärzte oder sonst wo, mit Maschinen konfrontiert werden, die diese Kompaktbegriffe, Liebe, Krankheit, was auch immer, in eine analytische Tiefenschärfe übersetzen, von der wir gar nicht mehr wissen, wie wir jetzt die entsprechenden Daten und das entsprechende Wissen zusammensetzen sollen. Das heißt, wir werden regelrecht in dem, was wir über uns wissen können, wir werden sonst regelrecht unterlaufen, ja, durch ein Wissen der Maschinen über uns, das sehr brauchbar ist, statistisch überprüfbar ist, aber von uns begrifflich und bildlich, deswegen diese vielen Versuche der Visualisierung, nicht begriffen werden. Also in den drei Dimensionen, da gibt es sicherlich noch die eine oder andere, würde ich sagen, sind Maschinen, wenn sie sich an Kommunikation beteiligen, anders drauf als Menschen. Und das bedeutet jetzt, und dem möchte ich ein bisschen nachgehen, dass wir nicht mehr wie noch in der Moderne eine textuelle Orientierung. Bitte gib mir einen Text, lass mich diesen Text lesen, dann fange ich an, Welt zu verstehen, unterwegs sind, sondern kontextuelle Orientierung suchen. In welchem Zusammenhang steht der Text zu einem Fach? In welchem Zusammenhang steht das Bild zu einer Familie? In welchem Zusammenhang steht die Musik zu einem bestimmten Genre? Ja, der eine Song zum Genre des Hip-Hops zum Beispiel. Dass wir kontextuell unterwegs sind und Sie werden gleich sehen, warum das gut so ist und deswegen auch Daten, Informationen, Wissen immer in einem heterogenen und nicht mehr homogenen Zusammenhang zu suchen und zu pflegen
gewohnt sind. Man kann auch hier davon reden, dass die sozusagen lineare Orientierung der Moderne, das sind immer problematische Schlagworte, die lineare auf Texte und auf die Vernunft dieser Texte abstellende Orientierung der Moderne abgelöst wird durch eine zirkuläre, heterogene, kontextuelle, eher auf Komplexität abstellende Orientierung der nächsten Gesellschaft.